Hallo Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder zuseht. Ich habe hier von Lego City, ab 5 Jahre, darf ich also zusammenbauen. Bei Clemmy weiß ich nicht so ganz. Der hat hinten noch keine 0 an der 5. Das dauert noch ein paar Stunden. Boah, die gratulieren dir alle, pass auf. So, die Nummer 60369 und zwar die Hunde-Trainingsstaffel von Lego City. Meinst du, die wollen denn die Karton sehen? Ich zeige ihnen einfach mal. Das sieht richtig cool aus. Das erste Mal, dass mir seit langem ein Polizeiset wieder gefällt. Viele werden auch schon wissen, warum. Weil hier ein Hundehaufen liegt. Quatsch. So, dann haben wir hier die lustige Rückseite. Und jetzt zeige ich auch Jennis. Ja, der Kleine ist am wichtigsten. Okay. Ja. So, 197 Teile, UVP 1999, gibt es bei Amazon für 14,99. Richtig. Muss ja auch mal gesagt werden. Weil ich bin so begeistert von dem Set. Das lenkt mich zu sehr ab. Und die Nummer ist die 60369. Das hatte ich schon erzählt. Ah, ich wollte nur kann ich mich daran erinnern. Ich liebe sie Alzheimer. Leute, das ist eine der schlimmsten Krankheiten. Normal mache ich über Krankheiten keinen Spaß. Aber die Leute tun mir echt leid. Ich will hoffen, dass mir sowas nicht passiert. Bei Clemmy weiß ich es noch nicht. Entschuldigung, ich wollte keine Witze machen. Ich habe manchmal mit Kunden zu tun, die sehr viel vergessen. Das ist nicht schön. Wenn du den Leuten was erklärst und am nächsten Tag fragen sie es im Prinzip selber schon wieder. Aber da sind sie bei uns richtig. Ja, wir erklären es in aller Ruhe. Und wenn es tausendmal ist. Ja. Und vor allen Dingen, wir sind nicht genervt. Da hast du das Zeug. Vor allem schreiben wir denn auch möglichst alle Schritte auf oder gucken, dass sie halt zurechtkommen. So, das stelle ich mal werbewirksam hier hin. Da haben wir eine Bauanleitung und drei Aufkleber. Cool. Und das hält sich ja nun mal in Grenzen. Dann bin ich aber da mal gespannt. Das ist ein Druck. Cool. Einer baut Auto, einer der Rest. Das machen wir jetzt. Zwei Tüten sind da. Sind noch innen drin ein paar Tüten. Wir machen das jetzt hier gerecht. Ich nehme die jetzt hier in die Hand, tue sie unter den Tisch, tue die eventuell vertauschen. Eventuell. Und dann gehe ich her und sage dann Clemmy, welcher Arm? Den da. Den da. Und du darfst das alles zusammenbauen. Ich muss das Auto bauen. Quatsch. Der nimmt ja, immer den da. Mensch, du hast mehr zu klemmen. Ja, ich freue mich da schon drauf. Das ist ein sehr, sehr Set. Achso, die Kleine ist das hier. Gut. Ich war jetzt total überrascht wegen den Haaren. Hatte ich nicht so in Erinnerung. Eine 6x6er Fliese. Von Lego. Ja. Zeig sie gleich. Wenn da irgendwas zu beanstanden ist, dann soll Lego das auch gleich sehen. So, mal gucken. Man sieht schon Angusspunkt innen drin. Wie sieht das Ding denn aus? Und man sieht hier innen drin die... Die obere Beschichtung ist zu dünn. Ja. Weil es scheint alles durch. Beim Draufmachen, nicht beim drunter gucken. Ja, die ganzen Noppen, die unten, Noppenaufnahmen, die sieht man von oben. Solches zu dünn, das Material. Ja, war früher anders da. Ja. Ah, das ist aber schon mal... Ich sag mal, hier, die sind ja gut.
Die Scheiben sind okay, Mini-Kratzer, also Mini... Aua! Ist doch nicht wahr, oder? Ja, schade. Augenblick. Hier, zeig die, da ist ein Kratzer drauf. Ja. Ein ganz schöner Schmiss. Mal gucken, ob ich's reinkrieg. Das kriegst du rein, wenn du Mühe gibst. Wenn du keine Mühe gibst, kriegst du nicht rein. Da sieht man ihn ganz deutlich. Das ist übrigens der Marktführer. Damit wir da keinerlei Missverständnisse haben. Wir machen diese Videos nicht, um ihn zu diskreditieren. Nein. Wenn er schon so teuer ist und angeblich der Marktführer ist, dann soll er anständige Qualität abliefern. Denn ich spiele gerne mit Lego. Ich baue gern mit Lego. Wir machen das mit Lego, genauso wie mit allen anderen auch. Ja, wenn es da was zu beanstanden gibt, dann gibt es einen auf die Hörner. Denn viele, oh, die hetzen da rum, die machen das wie der andere da. Nein, nein, nein. Wir sind ein ganz anderer Kanal. Wir sind objektiv. Ja, also, dann die Räder sind gut. Ja, haben kein Dingsprofil, kein Richtungsprofil. So, was haben wir noch da drunter? Den Radkasten. Komm, da müssen 4 Stück sein. Hier ist Satan. Wo ist der vierte Radkasten? Ah, da unten. Hat sich versteckt. Hier diese neue neongelben Dinger hier. Der ist mir. Ah, der sieht... Oh, geil. Den musste. Den zeigen wir nachher in aller. Oh ja. Müssen wir mal gucken, wenn die Sets jetzt schon zerrissen werden, ob es die kleinen Hunde da... Ja. Denn ein Wurf von Hunden besteht nicht aus einem einzigen Tier. Wenn es aus einem einzigen Tier besteht, dann tut mir der Hund leid. Ehrlich. Dann ist ja was vorgefallen. Ja. So, Satan habe ich meinen Griff verpasst. So. Ja, da kommt das Mädchen zur Geltung. So, den Kopf von der netten Dame. Oder netten Frau. So, und wo haben wir denn die Fiese? Da ist sie. Da sind die Fiese. So. Da einmal eins Rounds mit Hundekugel. So. Ich habe sie jetzt nur mal so dahinter gestellt. Die kann also ja das Ding anfassen. Ist also kein Ding. Achso, die soll eine Schippe in die ins Dings kriegen. In die Hand. Hier auf dem Bild. Also Taschenlampe. Aber keine Schippe. Und hier kriegt sie eine... Ach Mann. Die wissen selber manchmal nicht, was sie... So, dieses Neongelb hier, tut mir leid, aber es sticht mir zu sehr in die Augen. Wenn es dann verbaut ist, geht mal, geht's meistens. Ja, schon, aber... Ich bin mal gespannt. Ich bin da auch mal ganz neugierig drauf. Guck doch mal, das ist der Seitenstreifen von der Polizei. Wer jemals in England war, der weiß, dass das auch Sinn hat. Diese Fahrzeuge dort sind ganz anders gekennzeichnet wie unsere Dinger hier. Ganz, ganz anders. Und vor allen Dingen viel schöner. So. Ja. Das verstehe ich jetzt, wer will, aber naja, wer will schon.
Jetzt die zwei Dinger da drauf. Mhm. Blümchen. Häuschen. Na gut. Ganz sein muss. Nicht überspringen. Komm. Also die Farbfreudigkeit hier beim Unterbau, die überrascht mich schon ein bisschen. Und wie geht's dir da drüben? Miso. Ich bin hier fröhlich am Aufbauen. Echt? Na, von Fröhlichkeit merke ich da drüben aber gar nichts. Tja, woran liegt das wohl? So schlimm oder was? Nö. Was dann? Wenn ich dabei sing, kriegen wir wieder Ärger mit der GEMA. Nicht nur mit der GEMA. Jede Menge D-Opos. Ja. Die gelben Fliesen hier, die sehen fantastisch aus, ja. Ist ja auch für die Hunde. Ja. Die passen aber drauf auf, denk. Samt Pfötchen. Ja. Ja, Polizei und so weiter. Wenn es mal sowas ist, hallo, da bin ich richtig begeistert von. Ja, weil das ist nicht wieder das stupide Rennen hinterher und fangen an. Nein, das ist, für mich ist das hier toll. Und der Übungsplatz, das ist... Ja, hallo. Genial. Klein bisschen modular. Ich finde es schön. So. Und wenn ich das hier so sehe, ist das auch eine vernünftige Ergänzung für die City. Schauen wir mal. Ja. Ja. Spruch der Woche. Gar nicht so einfach, wenn man es doppelt nimmt. Muss ich mir mal patentieren lassen. Ja, was sich so manche patentieren lassen. Ja. Ich habe einfach eine Lufthutze genommen als Motor. Reicht doch. Ja, hier sind vier Punkte drauf, auf der anderen Seite auch. Das ist also ein V8. Finde ich cool. Aus wenig Sachen etwas machen.
Jetzt fängst du auch mal an zu reimen. Aber ohne zu schleimen. Was mich hier stört an der Anleitung ist jedes Mal nur ein einziges Teil. Es ist halt 5 plus. Das ist für Kinder. Ja, und ich bin auch ein großes Kind. Und damit basta. Ich will auch nicht erwachsen werden. Nee, muss nicht sein. Nee, auf gar keinen Fall. Auch kein Mensch. Sonst merkt man nämlich, was hier los ist und dann kommt man in die Klapse. Bis jetzt sieht das Ding gut aus. Ja, gefällt mir. Anhänger ist fertig. Hier ist der Deppertschütt. Kommt hier wahrscheinlich nur an den Anhänger ran. Hier, da. Da war der andere dran. Ist der? Ich stange hier. Du meinst auch, kannst du mir die Schippe klauen, hä? Jo. Haben die Hundis aber gleich was zu tun. Ja, ja. Das dürfte ein Komplettvideo werden, ohne Speed. Ja. Finde ich cool. Hast du sogar alles auf Anhänger. Cool. Am meisten Zeit verbrauche ich hier mit dem Umblätter. Das ist leider so. So, ich zeige euch schon mal die Polizistin. Da haben wir sie. Mit Sonnenbrille.
mit Kappe auf. Bedruckung hinten ist auch so Standard Polizeibedruckung. Passt. Der Polizist hat einen netten Anzug an. Extra fürs Hundetraining. Damit die Hunde auch mal ein bisschen zuschnappen können. Damit er sich nicht verletzt dabei. Finde ich cool. Das finde ich ein richtiges Highlight in der Set. Diesen Anzug. Die Aufkleber drauf. Ich finde es so geil, das Teil. Das bleibt hier. Das kann man bei uns nicht gebraucht kaufen. So. Viele Sachen schon, aber das nicht. Dann haben wir hier die gleiche Figur mit Haaren statt Helm. Dann haben wir hier Satan. Den kennt ihr noch. Mit dem Haltegeschirr. Dann gibt es bestimmt auch Blinde mit Blindenhunde. Blindenhunde, genau. Gibt's dann bestimmt. Das kann man zum Beispiel benutzen. Ja. In der Stadt halt, da gibt's. Es gibt auch draußen in der Welt nicht nur. Sagen wir es mal so, perfekte. Es gibt auch Leute, die ein kleines Handicap haben oder so. Und da sollte man dann... Ich finde es gut, dass Lego darauf sehr eingeht momentan. Ja. Und früh übt sich. Deswegen fängt der Kleine auch schon bei der Polizei an. Früh übt sich, was ein kräftig Beiß werden soll. Der sieht einfach nur gigantisch aus. So niedlich. Ja. Okay. Schönheit, gesund bist du ja. Ja. Boah, sieht der heftig aus. Der sieht geil aus. So sieht ein SUV aus. So, Figur kannst du auch ansetzen, dafür ist das vordere Dach. Ja. Hier hinten kannst du aufklappen. Ich habe extra die drei Aufkleber drauf gemacht. Ich finde das Ding geil, das geht nirgendwo hin, das bleibt hier. So. Wird schön eingepackt und kommt dann mal irgendwann, wenn wir diese Flugzeughalle haben. Ja. Die Hundis müssen auch mal was frühstücken. Deswegen haben wir hier zwei Fressnäpfe und ein Knochen. Die Round Tiles, die zwei, die liegen da einfach nur drin. Eine Ersatzschüssel ist auch mal dabei, falls mal vollgeschlappert ist und in die Waschmaschine muss oder in die Spülmaschine eher. So, und dann haben wir hier diesen kleinen Platz mit verschiedenen Hindernissen. Die sind alle modular, kann man also wegnehmen und kann sie anders anordnen. Hier drüben wird so eine Stange eingehängt. Da muss dann das Hundi drüber laufen. Hier war eine Treppe. Die Hüppe. Super gemacht. Vor allem diese Stange kommt nicht anders hin. Ne? Die kann man dann schön hier auf den Anhänger stapeln, den ich euch gleich zeige. Und dann mitnehmen auf den Hundeplatz. Genau. So, außer dem Baum hier hinten ist noch was anderes drauf, nämlich eine Pflanze. Und der Kleine konnte sich nicht beherrschen. Das sieht eher nach dem Großen aus. Ja, der Große hat auch einen. Genau. Ist für jeden einen dabei, also. Ja. So, dann haben wir das nette kleine Anhängerchen.
Mit Klappe hinten dran. Ja, dieselbe Klappe wie ja das Auto. Ja. Finde ich gut. Super gemacht. Lassen erstmal leer. Ja. Und dann. Kannst du mal diesen Hundehaufen da aufsetzen? Nicht auf den Kopf, auf das Ding. Auf dein, genau. So, jetzt halt das bitte mal dahin. Das ist kein runtergefallener Karamellhaufen. Das verhält sich ungefähr genauso wie gelber Schnee. Sollte man nicht essen. Ne? Ja. Nur so zur Info. Boah, wie eklig. Ich muss unbedingt sagen. So, jetzt darfst du das Auto vorstellen. Es hat keine Türen, leider. Ja. Bei der Größe hätte man ruhig Türen erwarten können. Mhm. Aber es gibt jede Menge Mogger in der Klemmbausteinwelt. Und ich finde das Ding geil. Ich muss mir selber erstmal angucken. Ja. Polizei, also Police, ist ja Englisch. Ja, das verstehe ich auch nicht. Bei uns heißt es Polizei. Warum gibt es keine deutschen Modelle? Da wurden wir bereits mal im Dings gefragt, in den Kommentaren. Dass es viel zu wenig davon gibt. Nämlich gar keine, ne? Gar keine. Ja. Weil es uninteressant ist. Ja, die deutschen Kunden sind uninteressant. Für Deutschland alleine was zu machen, ist halt doof. Police ist relativ international, jeder kennt's. Was wäre dabei, nochmal einen zweiten Stein oder für eine andere Nation nochmal einen dritten Stein dabei zu legen mit der richtigen Aufschrift? Oder wäre einfach einen Aufkleber drüber kleben. Genau. Kann. Da wären vielleicht Aufkleber mal angebracht. Ja. Hinten die Aufkleber mit dem Hund. Ja. Dass eine K9-Staffel ist. Also es sieht richtig heftig aus. Tolles Fahrzeug. Hier vorne kann man aufmachen. Und dann kann man da jemanden reinsetzen. Dann ist ja genügend Platz. Kann man schon fast eine Party drin feiern. Jawohl, deswegen sind noch keine Sitze drin. Das ist für die angehende Polizeiparty. Hier hinten hat er eine Klappe. Das kommen die so Hunde rein. Und damit sie besser einsteigen können. Jawohl. Auch hier was hoch. Brauchte meine Schäferhündin nicht. Die sind VW Bus hinten reingesprungen, wo nur 20 cm oben Platz war. Das habe ich von der so bewundert. Coole Geschichte hier. Das Fahrzeug. Ja. Wirklich genial. Deswegen habe ich hier Aufkleber drauf gemacht. Kannst du auch das Pickup machen, die Klappe einfach abmachen, fertig. Das Ding hier nachbauen. Ja. So, dann kann man den Anhänger einfach nehmen. Genau. Und hier hinten ein. So, und jetzt. So. Ich mache die Limobude schon mal ab. Also Leute, ihr seht selber. Wenn der jetzt vorne noch eine Lenkung hätte. Herrlich. Gefällt mir. Passt. Sage ich jetzt schon. 100%ige Kaufempfehlung. So, und jetzt können wir die Dinger hier hinten draufstellen. Ja, man kommt fast doch nicht. Mit dem kannst du erst rein zurückfahren. Da hängt nichts an der Deichsel oder so. Ach, jetzt wieder nicht. Na komm. Jetzt. So. Den Baum musst du nicht mitnehmen. Nee, der Platz bleibt da, wo er ist. Weihnachten. Genau. Anleitung ist super. Ein paar Bauschritte zu viel vielleicht. Schieben wir hier hin machen. Ja, man muss ja auch sauber machen, ne? Ja. Die Karamellhaufen. Cooles Set. Gefällt mir wirklich gut. Und 15 Euro. Ja, hallo. Im Angebot. Bei Amazon, Amazon, wie auch immer. Ja, 100%ige Kaufempfehlung. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würde mich interessieren. Weil, ja, Polizei gibt es jede Menge, ist klar, aber das ist mal was ganz anderes. Ja. Dieser Hundetrainingsplatz. Finde ich cool. Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Und wir verabschieden uns mit
Wir sehen uns im nächsten Video. Vielleicht auch mal wieder mit einem Set, das von der Art her nervt, aber gut ist. Tschöle. Tschö.